Ja, es gibt sogenannte Tal der Tränen, oder? Das muss man durchschreiten. Und ich glaube, die Erfahrung darf und muss auch jeder machen. Sobald man die Autorensoftware ändert und die Daten müssen übergeben werden, gibt es einen Informationsverlust. Das ist nicht einmal unbedingt der Bruch zwischen der Planung und der Ausführung. Das passiert schon viel früher, auch in der Planungsphase. Zwischen dem Fachplaner und dem Architekt oder dem Bauherr. Auch FM ist natürlich dann wieder ein riesiges Thema, wo man den Datenbruch wieder aufnehmen wird, muss, und man muss ihn irgendwie in den Griff kriegen. Oder? Und man kann nicht nur immer die ganze Schuld auf die Softwarehersteller abschieben, man muss einen eigenen Weg finden. Es gibt immer irgendeinen Workaround, wie man zum Ziel kommt.